Moin und willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 auf der ProMods Map zusammen, ja, mit dem Frankreich DLC, Osteuropa DLC und auch das Skandinavien DLC. Nur jetzt hat man so am Rande. Ja, wir sind aktuell auf dem Weg von Paris nach Limoges, glaube ich, wird das ausgesprochen, und haben zwei Amazone Gruber hinten auf dem Tieflader. So, dann ja, ich bin froh, dass ich das Spiel jetzt mittlerweile wieder so am Laufen habe, mein LKW wieder einigermaßen zusammen habe. Ja, nachdem das Frankreich DLC rauskam, habe ich doch einiges an Ärger gehabt, um das alles vernünftig ans Laufen zu kriegen, vor allem mit einer anderen Map, auch mit dem LKW. Das passte alles nicht so. Führte haufenweise zu Abstürzen, warum auch immer. Und ja, mir hat denn da noch jemand bei geholfen, der mir denn die Liste seiner Mods geschickt hat, in welcher Reihenfolge er die denn auch aktiviert hatte. Und letztendlich habe ich das Spiel auch nochmal komplett deinstalliert und neu installiert und im Anschluss ging es dann. Ein Problem besteht bisher aber noch, das vermute ich aber, hängt mal mit irgendeinem Mod zusammen, das sehen wir hier dann auch gleich an der Mautstation, dass einige Texturen so ziemlich am Flackern sind. Warum auch immer, ich habe da bisher noch keine Lösung für gefunden. Aber gut, da kann ich mit leben. Hauptsache, das andere läuft jetzt erstmal soweit. Jetzt muss man erstmal nur nochmal wieder ins Fahren reinkommen, weil man das ja nun doch auch schon länger nicht gemacht hat. Beziehungsweise, ja gut, ich habe jetzt die letzten Tage zwar auch immer wieder mal ein bisschen gespielt, aber das war auch nicht so lange. Und ich sag mal, wenn einem da keiner bei zuguckt, ist das nochmal wieder ein bisschen was anderes, als wenn man unter Beobachtung steht. Aber das soll es dazu auch erstmal gewesen sein. Ja. Ich hoffe dann nochmal, dass ihr alle recht ruhige und schöne Feiertage hattet. Ja. Was das ganze Thema bei mir anbelangt, braucht man nicht weiter drüber reden. Ja, für mich ist die Sache abgehakt. Ich will das am liebsten so schnell wie möglich vergessen und kann nicht weiter drüber nachdenken. Das ist halt in meiner Familie alles nicht so einfach. Ja, dann neigt sich das Jahr jetzt auch so langsam dem Ende zu. Ja, heute ist Donnerstag. Sind ja nur noch 2,5 Tage so knapp. Dann wäre das auch wieder geschafft. Und ja, dieses Jahr hat sich doch so einiges getan. Und so einiges ergeben. Ja, wie immer, so ein Jahr hat seine Höhen und Tiefen. Ja, im Allgemeinen, ja, ist das bei mir auch alles, zumindest was die Geschichte hier mit YouTube und so angeht, doch um einiges ruhiger geworden. Ich habe ja nun lange Zeit auch gar keine Videos gemacht. Möchte da jetzt wieder, ja, versuchen, das ein bisschen regelmäßiger oder mehr hinzukriegen. Aber wie das nun mal auch so ist im Leben, es kommt meistens doch immer wieder irgendwas dazwischen oder komplett anders, als man sich das so denkt. Von daher will ich da auch gar nicht so viel vorgreifen oder voraussagen, was passieren wird und was nicht. Lassen wir uns einfach überraschen, was so kommt. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Irgendwas wollte ich eigentlich noch. Aber gut, wird da nicht so wichtig gewesen sein.
Ja, dann halt S-mäßig. Ja, ist momentan auch alles nicht ganz so einfach. Mach vielleicht auch an mir selber liegen. Bin ja nun dabei oder versuche irgendwie eine Map zu bauen. Bei der ersten, wo ich das mit vorhatte, es wird auch wieder eine Wildeshausen. Aber auch kein Nachbau. Auch wieder was freier Dachtes. Da hatten wir, glaube ich, schon mal in einem LS-Video drüber geredet. Da kam ich jetzt eine Weile nicht so voran, weil ich das nicht so drauf habe, irgendein Gelände frei zu erstellen. Ich konnte das auch vorher über Google Earth nicht. Das habe ich ja nun doch relativ kurzfristig noch gelernt. Das haut auch so weit hin. Passte denn ja aber mit meiner ursprünglichen Map alles nicht zusammen, so dass ich eine neue anfangen wollte. Oder auch angefangen habe. Aber auch da steht man jetzt wieder vor einem kleinen Problem, was dazu führt, dass man nicht weiß, wie das mit der Geschichte jetzt weitergeht. Und zwar hatte ich die Map soweit fair, also Terrain war erstellt, Felder waren soweit auch schon eingezeichnet und dann fiel mir, wo ich die Straßen verlegen wollte, auf, dass da bei den Feldern im Giants Editor immer wieder irgendwas Grünes zwischendurch flackert. Denn da, wo kein Feld war, da flackerten es dann noch schwarzen Streifen durch. Und man hat das an sich auch immer wieder weggekriegt. Nur jedes Mal, nachdem ich, ja, sagen wir mal, GE das gespeichert hatte und irgendwann dann da weitermachen wollte, war das Problem wieder da. Und das geht ja mit der Zeit doch ganz schön auf den Nerven und ich finde da momentan keine wirkliche Lösung für. Dann hatte ich gestern mit Yogi geschrieben, ob der da irgendwie was weiß, wie man das vielleicht beheben oder im Griff kriegen kann. Und ja, er steht vor demselben Problem. Wusste da auch nicht so richtig weiter. Aber noch so ein bisschen weiter geschrieben und dann sagte ich das ja mit meiner anderen Map, dass da nun mal mein Problem ist, dass ich da jetzt so nachträglich kein vernünftiges Terrain mehr hinbekomme. Und ja, bei der Map ist mein Plan an sich ja eh, dass die privat bleibt, beziehungsweise wenn ich sie frei oder wenn ich sie zum Download geben werde, wird das als Privatmod bei Forbidden Mods erscheinen. So, und dann hat der Yogi mir angeboten, dass er das übernimmt mit dem Terrain erstellen. Beziehungsweise halt inzwischen den Straßen, die ich da schon verlegt habe, so die Flächen da was zu machen. Beziehungsweise was hat angeboten? Ja, angeboten hat das mir schon so von wegen, ne, wenn du möchtest und mir das geben magst, mache ich das für dich. Und ja, haben wir dann noch so gemacht. Letzter Stand, was ich weiß, ist, dass er das wohl schon zur Hälfte so fertig hatte. Und das finde ich, zeigt auch mal wieder, dass das doch vorteilhaft ist, in so einem Team zu sein, wie bei Forbidden Mods. Einem wird da auch wirklich geholfen, wenn man das hat. Jeder kann nicht alles können und ja, es ist dann halt so, der eine kann dies besser, der andere kann das besser und dann unterstützt man sich da halt gegenseitig. Und ja, das ist da halt auch wirklich der Fall. Ich kenne es von anderen Teams oder Gruppierungen, da stehst du denn wirklich alleine da. Andere wissen vielleicht, wie es geht, die geben dir dann auch irgendwelche schlauen Tipps oder lassen dann noch blöde Sprüche zu ab. Aber dass da mal einer von sich aus sagt, du komm, gib her, ich mach das eben, ist da nicht der Fall. Oder war da denn nicht der Fall? Es wurde ihnen dann auch nicht wirklich gezeigt. Ich hatte jetzt selbst auch noch was anderes, wo ich bei dem Krone TX, der jetzt, ich glaube Dienstag war das zum Download gekommen ist, da wollte ich noch einen animierten Schmutzfänger anbauen. Hab mir das bei anderen Mods angeguckt, wie das so gemacht ist. Und bei mir klappte das nicht so, weil ich auf einen entscheidenden XML-Eintrag nicht gekommen bin. Gut, hatte ich ja bei uns im Forum nachgefragt und da kam schon der Verweis auf den XML-Eintrag. Den hatte ich dann auch gefunden. Das dann auch bei mir soweit übernommen, aber es ging immer noch nicht so. Na, dann nochmal nachgefragt und dann hat sich ja auch jemand bereit erklärt, du, so von wegen, komm her, wir setzen uns mal eben zusammen, dann zeige ich dir das und fertig. Ja, und nö, das ist schon
ist schon klasse sowas. Also da auch mal wirklich ein großes Lob an das gesamte Team. Es macht da so generell wirklich Spaß mit denen, irgendwie abends auch auf dem Tierstar zusammen zu sein. Ist schon eine gute Truppe. Also das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich so in diesem Jahr getroffen habe, die ich nicht bereue, dass ich mich da bei dem Team beworben habe. Die mich auch Gott sei Dank genommen haben. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was uns das neue Jahr so bringen wird. Was jetzt schon mal klar ist, für mich persönlich oder auch im privaten Umfeld werden da auch noch so einige Veränderungen anstehen. Aber ja. Da kann man dann zu gegebener Zeit nochmal was zu sagen. Das ist jetzt erstmal noch alles ein bisschen unrelevant. Ich denke mal, die jetzt zumindest größte absehbare Veränderung, die wird so Ende des Sommers Richtung Herbst hinkommen. Aber gut, wie gesagt, da reden wir dann zu gegebener Zeit mal drüber. Das kann ich zu gegebener Zeit mal erzählen, weil man weiß ja nun auch nicht, was so kommt. Und es kommt ja gerne auch mal anders, als man sich das so denkt. So, wir werden da vorne mal eben bei der Tankstelle anhalten. Werde ich euch nochmal meinen LKW eben von außen zeigen. Ich denke mal, das interessiert den einen oder anderen ja doch auch. Und dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Ich denke mal, ich habe euch lang genug mit meinem Gelaber genervt. So, das machen wir mal aus. Den machen wir auch mal weg. Weg. So, gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Und ja, die Lackierung kennt ihr ja so schon, das ist ja halt bekannt, die grobe Gestaltung an sich auch. Er ist halt jetzt mittlerweile im Detail so ein bisschen anders. Ich habe da in der Frontscheibe momentan nicht mehr so viele Wimpel hängen. Da habe ich noch nicht so das passende gefunden. Ich habe da jetzt oben am Lampenbügel andere Scheinwerfer, generell ein paar andere LEDs verbaut. Aber er ist schon mal im Großen und Ganzen so, wie ich das haben möchte. Und ja, bin ganz zufrieden, dass das jetzt so damit hinhaut. Ja, da sehen wir dann nochmal unsere Ladung. Kleines bisschen Überbreite, ist aber jetzt noch nicht so extrem, dass wir rundumleuchten bräuchten. Also erfahrungsgemäß weiß ich, dass bis 3 Meter Breite sagt auch keiner, was man ohne fährt. Kommen wir nun mal auch so ein bisschen aus dem Sektor, dass ich da ja, bis vor ein paar Jahren viel mit zu tun hatte. Ja. Und da alles was bis 3 Meter Breite war und man ist ohne Rundumleuchte gefahren, da wurde noch nichts gesagt. Ist ja auch immer die Sache, wenn du die Dinge anhast, fällst du ja doch eher auf, als wenn du ohne fährst. Zeigt sich immer wieder. Aber gut, ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Falls von mir nichts mehr kommt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch und ja, wir hören und sehen uns eventuell im neuen Jahr oder vielleicht auch früher. Schauen wir einfach mal. So, bis dann. Tschüss.